Ich habe gerade die Session zum Thema Innenkommunikation. Wir haben recht schnell gemerkt, das Problem der Mitglieder ist wahrscheinlich, man weiß nicht, wo man welche Information findet. Und wahrscheinlich ist dann fünfmal auf fünf verschiedenen Kommunikationskanälen irgendwo steht irgendwo ein Termin und irgendeiner stimmt dann. Meistens nicht dasselbe. Darum braucht man eine Plattform, am besten die Homepage, wo die ganzen Informationen für die Mitglieder zu finden sind. Es wird da einen Punkt geben, der was so ist koordiniert. Da haben wir gesagt, es war entscheidend, wenn wir da jetzt mal so eine AG-Koordination machen. Ich habe da so ein Konzept überlegt, wie man das am besten macht. Ja. Und natürlich muss man die Mitglieder dann betreuen. Man kann die Mitglieder nicht zutrauen, dass sie sich das coole Protokolle durchlesen, sondern man muss das alles aufbereiten. Netzpolitik, Burnout Bernie, hast du eine Zusammenfassung für uns? Ja, natürlich. Also, wir haben zusammengefasst, Netzpolitik ist irgendwie sehr schwer und ist nicht ganz gut zu verkaufen im Wahlkampf und sollte keines der ersten drei Wahlkampfthemen sein, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Auch wenn es sehr schön wäre und es eigentlich zu unserem Nutzen dazu gehört. Was wir machen können, ist so eine Art Watchdog spielen und einfach beobachten und aufschreien, wenn was Böses passiert. Und ja, wir haben nicht die Ressourcen dazu, jetzt aktiv selbst uns durch hunderte Seiten von Datenschutzbehörden durchzukämpfen und solche Sachen. Und wollen das natürlich in der Zukunft ändern, aber im Wahlkampf jetzt das nicht spielen, wenn wir realistisch sind. Ich wollte noch ein bisschen dazu anmerken, also was wir schon gesagt haben ist, dass netzpolitische Themen extrem wichtig sind und dass wir darauf schauen müssen, dass wir auch schauen müssen, dass wir ein Programm dafür haben und dass wir auch schauen müssen, dass wir kompetente Ansprechpartner zu diesem Thema haben, an die sich die Medien wenden können, aber dass wir es nicht als Grundthema im Wahlkampf nehmen können, weil es die Leute nicht verstehen. Aber wir brauchen durchaus die Kompetenz. Dass wir zu wenig Zeit haben, alle EU-Richtlinien komplett durchzuarbeiten, von vorn bis hinten, ist uns klar. Aber wir müssen trotzdem am Ball bleiben und relativ kurzfristig nah an der Quelle sein, auf die Themen reagieren und auch eigene Meldungen rausbringen, bevor sie die Presse rausbringen. Und ein Themensprecher. Ja, Bernhard Bernie hat gemeint, er möchte gerne den Themensprecher machen. Und Werkwehr und ich haben gemeint, dass wir ihn dabei unterstützen würden. Gut, lieber machst du eine kurze Pause und uns berichten von der täglichen Lebenssession. Ja. Also wir sind zusammengesessen und haben darüber gesprochen, wie wir diese drei Kernthemen, also Partizipation, Transparenz und was war das dritte? Ja. Wie wir das thematisieren können, sodass es auch zusammen ist, sodass die Menschen auf der Straße auch verstehen, dass es einen Impact hat in ihrem täglichen Leben. Da haben wir uns überlegt, wir kommunizieren Menschen, Menschen kommunizieren mit Stories, mit Narrativen, also mit Geschichten, Kurzgeschichten oder kurzen Bildern. Und haben uns überlegt, okay, was könnte emotionalisieren? Zum Beispiel eben haben wir gesprochen über Altersarmut, über das Menschenrecht auf Wohnraum. Also das gab es mal im Gespräch in Frankreich, kurz bevor das Sarkozy gewählt wurde. Solche Forderungen zu stellen, diese Forderungen müssen natürlich auch programmtechnisch und wirtschaftlich unterfüttert werden. Aber ich glaube, es reicht einmal als erster Schritt, Forderungen zu stellen und die dann auch so zu thematisieren innerhalb von kürzesten Skripts bzw. theaterartigen Szenen oder auch Bilder, um das zu kommunizieren dem eigentlichen Publikum oder dem eigentlichen Wähler. Da haben wir uns ein paar Sachen zusammengeschrieben, die jetzt gerade nicht da sind. Wenn ihr mir kurz eine Minute gibt, dann mache ich sie. Und solange erzählt der Philipp an nichts. Es war ein kleiner Rotwieder, der nett zu allen Menschen war.
Teilchen weich und Zucker süß. ja. Die Minute ist vorbei, Rodrigo. Nein, so lang, die Minute dauert ein bisschen länger. Ich kann da was einspielen. Genau. Das war das Soll ich dir halten? Okay, also, das erste, was wir besprochen haben, ist dieses berüchtigte, also die Generation Praktikum. Also, ich glaube, wir haben ein relativ junges Wahlsegment sozusagen, Kunden sind natürlich nicht sagen, und dementsprechend gibt es in ganz Europa diese, sozusagen diese Bevölkerungsgruppe, die sich sozusagen an diese Gesellschaftsvertrag gehalten haben. Das heißt, die haben ihre Leistung gebracht, waren in der Schule, haben maturiert, haben studiert. Nur die Gesellschaft hat diese Leistung, also diesen Vertrag nicht ab, sich an diesen Vertrag nicht halten. Das heißt, nachdem du nicht daran gehalten hast, kriegst du keinen Job und kannst du auch nicht um deine Existenz arbeiten. Dann hast du als zweites das Menschenrecht auf Wohnraum. Und für jedes von diesen Stories haben wir uns eine Szene überlegt. Zum Beispiel bei der Generation Praktikum hätten wir sozusagen teilweise, da haben wir an den Gigi gedacht. Wir hätten den Gigi sozusagen in einer Situation gezeigt, wo er zum Beispiel strippt. Und dann würden wir hinterfragen, willst du nicht das arbeiten, wofür du studiert hast? Das heißt, gibt es genug Plätze für die es gibt genug Arbeitsplätze für die Studienplätze, die da sind. Haben wir in den Nerds repariert. Und dann hätten wir zum Beispiel auch hier eine Gruppe Studenten nach der Sponsion, kommt der Bus vorbei, holt alle ab und dann kommt eine Limousine vorbei und holt nur einen ab. Also das heißt, es von 10 Leuten haben nur 9 einen Arbeitsplatz, nachdem sie studiert haben. Und was wir noch thematisieren wollten, war 2-Klassengesellschaft, Armut, Gerechtigkeit, Angst vor Abstieg, Ernährung, Medizin etc. Das waren so Sachen, die Leute gebracht haben, wobei wir uns konzentriert haben auf die Altersarmut. Die Altersarmut könnten wir kombinieren mit der Geschichte mit Urheberrecht. Also da ziehe ich auch die Generika-Debatte hin, dass eben teilweise die Senioren sich die Medikamente in Zukunft nicht mehr leisten können. Das heißt, dass wir sozusagen die Apotheken und das ganze Gesundheitssystem aus der Geiselhaft der Pharmaindustrie befreien, zum Wohle der älteren Bevölkerungsschicht. Also das sind so Sachen, die aus meiner Sicht mobilisieren und emotionalisieren. So kein Enkel oder kein Sohn wird tolerieren, wenn seine Oma sich die Medikamente nicht mehr leisten kann. Und so in diese Richtung sollte es gehen. Also wenn wir über Partizipation sprechen, ist das mir zu abstrakt. Wir müssen das runterbrechen ins tägliche Leben. Das sind so nur einzelne Beispiele. Aber wenn wir das weiter fortführen, glaube ich, können wir eine Mobilisierung erreichen, die wir, wenn wir sie abstrakt halten, nicht erreichen würden. Das war eigentlich die Crew und dieses Treffen. Die Einstiegshürden und warum nicht mehr Leute mitmachen, Session, ist da jemand da, der die geleitet hat? Nein, sind nicht nur rauchen, Ist man auch noch da? Nein, der schmeckt. Kann jemand kurz berichten? Ich kann das am besten zusammenfassen. Wir haben lange darüber geredet, ob es ein Problembewusstsein bei den Fahrten gibt oder nicht. Und sind zum Schluss gekommen, dass in unserer Runde zumindest Problembewusstsein gab, das aber unter Umständen nicht bei der gesamten Parteimitgliedschaft der Fall ist. Und dass wir das ändern sollten und dass wir aktiv auf Leute zugehen sollen, die uns an unseren Prozessen hindern und sagen sollen, hallo, so geht das nicht. Und dass das einfach schwierig ist, zuerst einmal zu dem Punkt zu kommen, dass das jedem in der Partei klar ist, dass wir sowas brauchen. Und dann noch einmal schwieriger ist, von dem Punkt, wo alle das wissen, hin zu dem, jetzt stehen wir auf und sagen das wirklich.
Und Lösungsansätze haben wir dazu eigentlich nicht wirklich erarbeitet, aber es ist mehr so ein Appell rausgekommen. Ja, denkt mal drüber nach und wie seht ihr das? So, das war so, das ist mal rum. Ich glaube, was jetzt gerade gefehlt hat, war das Stichwort Gesprächskultur. Also es waren einige da, die sehr interessiert wären an den Themen der Piratenpartei, die aber gesagt haben, sie gehen nicht dazu. Und der Hauptgrund war dann eigentlich die Gesprächskultur, wie sie sie erleben. Und das finde ich schon nochmal wichtig, dass in aller Deutlichkeit... Auch heute? Ja, ich glaube, durchaus auch heute. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, das nochmal deutlich zu machen, dass es wichtig ist, an dem Thema zu arbeiten. Und zwar eben nicht nur immer negativ, 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 sondern einer sagt, ich finde das gut und dann kann der Nächste darauf einsteigen, ja, das finde ich auch gut und außerdem finde ich das gut. Und das wäre eine völlig andere Gesprächskultur. Und ein Punkt fällt mir noch ein, dass es geht darum, dass wenn jemand aufsteht und sagt, ja, so geht das nicht, du kommunizierst schlecht oder du zerstörst irgendwas, dass das Problem ist, dass dann derzeit die meisten Leute aufspringen und sagen, ah, wie kannst du nur, und du bist Zensurator und böse, und dass sich das ändern sollte hinzu, alle sollten Bewusstsein haben, der hat eigentlich recht und wir sollten mit ihm aufstehen und sagen, hallo, bitte halt dich an unsere Regeln und wenn nicht, dann geh bitte. Und das ist irgendwie der Sprung, den wir brauchen. Das nächste ist die Website-Session. Ich fand sie sehr erfolgreich, weil es ist eine Arbeitsgruppe Website gegründet worden. Mit, ich glaube, 5 Leuten, wenn ich es jetzt auswendig weiß, die sich regelmäßig ab jetzt in Wien im Metro treffen wird. Ein Zoom-Termin wird rausgeschickt, das macht die Juli. Wer noch dabei sein mag, AG Website, sowohl gestalterisch, also planen, dass wir da ein Redesign machen und von der inhaltlichen Neustrukturierung, als auch redaktionell die Inhalte dafür zu machen. Momentan ist das noch gemeinsam. Man könnte es auch trennen, wenn sich genug Leute finden. Also, sobald diese AG irgendwie 6 Leute sind, dann können wir sie spalten. Aber das ist passiert, das finde ich sehr gut. Und das Ziel ist, die Website von einem Ort, wo angestaubte Presseaussendungen und Erklärungen für unsere technischen Tools sind und keine Mitglieder jemals draufschauen, zu einem Ort zu machen, wo unsere Glaubwürdigkeit sofort rüberkommt, wo die besten Erläuterungen unser Thema im ganzen Internet sind, Infografiken und so weiter zu allen unseren Themen, wo es wirklich erklärt wird und nicht nur gefordert, wo ich interaktiv auch was machen kann, zum Beispiel einen Finanzierungsrechner fürs BGE oder so, wo ich mir anschauen kann, wie das funktionieren könnte. Und von wo ich auch Dinge wieder teile. Also etwas, wo ich Sachen finde, die ich dann wieder anderswo weiter teilen will. Und wo ich sehen kann, ganz wichtig, was für Projekte gerade in der Partei laufen. Also eine zentrale Anlaufstelle, die das Forum dann vielleicht ergänzen oder ersetzen könnte als erste Anlaufstelle, wo man reinschaut, was man heute machen kann. Weitere Sachen, die sich gegeben haben, ist der Medienpirat startet ein Projekt Themenbilder, eben um solche teilbare Bilder zu unseren Kernthemen zu gestalten. Wer damit machen möchte, wenn das nicht zu vage klingt, der soll sich bei Medienpirat melden. Und Fuxi spendiert uns einen FTP-Server, wo wir Dateien teilen können. Das war ganz dringend wichtig für die Grafikgruppe. Großen Applaus bitte. Dezentraler Wahlkampf und darum wir keine Plakate brauchen. Fehlt das? Ist er da? Ist diese Session zustande gekommen? Werde ich Fragen gehen. Unterstützungserklärungen. Wer kann zusammenfassen? Ja. So, es ist kein großes Geheimnis. Ich werde das doch irgendwie so halten. Kannst du noch nicht hin? Du am Ende und ich kann auch noch gemeinsam. Also, 2600 Unterstützungserklärungen brauchen wir. Was sind die Haupt- Knackpunkte, die gelöst werden müssen. Erstens, wir müssen Kandidaten für alle Bundesländer finden, das heißt, wir sind noch vorausständig. Zweitens, wir haben ein Problem mit Notaren, das gelöst werden muss. Drittens, wir müssen noch einmal alle Regeln prüfen und zusammenstellen, und zwar recht bald, würde sagen, bis Mitte April spätestens, was wir noch beachten müssen, damit wir nichts übersehen. Viertens, wir brauchen Ansprechpartner, oder ich möchte gerne Ansprechpartner in allen Landesorganisationen, soweit da Amten sind, haben,
weil wir nämlich Verantwortliche brauchen, oder ich brauche Verantwortliche, um die entsprechend anzusprechen. Und der fünfte Punkt ist wahrscheinlich auch ein wichtiger. Wir müssen zweckgewidmete Spenden sammeln, und zwar um die Notariatskosten abzudecken. Wir haben uns das überlegt, es wird ein Großteil an Unterstützungserklärungen wird reinkommen über Piraten, Freunde, Verwandte, Bekannte, aber das wird es allein leider nicht tun, sondern wir müssen auch sammeln gehen. Und beim Sammeln kannst du ein bisschen Gegenzug halten, also ein bisschen Widerstand ist nicht schlecht. Ja, also es wird nicht überall so einfach sein wie in den großen Städten. Muss organisiert werden, wird auch organisiert. Und nachdem wir schon bei Organisieren sind, wir rechnen auch ein bisschen auf internationale Hilfe, nämlich Piraten aus dem angrenzenden Bayern, die uns vielleicht da in Tirol, Vorarlberg, Salzburg vielleicht ein bisschen, oder vielleicht auch, was ist das, Oberösterreich, das ein bisschen an Bayern grenzt, um uns beim Unterstützungserklärungssammeln auch irgendwo ein bisschen helfen können. So, das wär's. Danke. Mein Workshop war eigentlich eine Präsentation, und zwar die Vorstellung der Gestaltungspiraten. Ich habe die große Ehre, das zu präsentieren und den Applaus einzuheimsen, den eigentlich die Laura verdient hätte, weil die hat den Stein ins Rollen gebracht und sich da wirklich in den letzten Tagen dahinter geklemmt, hat sogar die Präsentation erstellt, die ich gehalten habe. Die Idee ist, eine dezentrale Gruppe einzurichten, die für sämtliche Gestaltungs- und Designanfragen der Piratenpartei zur Verfügung steht. Momentan ist es so, dass es Grafiker gibt und Grafikerinnen in einzelnen Organisationen, die dann überlastet sind, und wenn sie nicht erreichbar sind, so macht mein InDesign-File. Und diese Gruppe sollte mit einer E-Mail-Adresse erreichbar sein, arbeitet intern mit einem Ticketsystem, Auftrag kommt rein, jemand schnappt sich von der Gruppe das Ticket, macht den Auftrag, schickt raus, abgehackt, fertig. Arbeitsraum ist ganz Österreich oder vielleicht auch darüber hinaus. Und wir sind momentan 8 Leute, wenn ich jetzt richtig bin, mittlerweile glaube ich sogar 9 Leute. Wenn es noch Interessierte gibt, ihr müsst keine Kunstuniversität absolviert haben, sondern zumindest ein bisschen Ahnung haben, seid ihr herzlich willkommen. Dazu gibt es ein Pad, dessen Link ich vergessen habe. Aber morgen ist um piratenpad.de/agdesignoe, alles zusammen, alles groß. Das Internet AK Willentrieb hat jetzt gerade den Link durchgesagt. Wer schon großes Interesse hat, morgen um 8 Uhr am Abend ist Mampel erstmals Gründungstermin. Ich danke. Ja, wir haben uns eigentlich mit der Frage auseinandergesetzt, wir sagen ja, Mitbestimmung nach der Wahl ist sicher eines unserer Kernthemen, was wir für die Bürger ermöglichen wollen. Und da ist eigentlich das Kernthema dahinter, dass aktuell so die repräsentative Demokratie ist irgendwo auf der Seite da drüben, und die Vision, die wir haben von Liquid Democracy, ist irgendwo in weiter Ferne. In Bratislava. Und die spannende Frage ist, und die sich auch stellen wird, also die sich Menschen uns stellen werden und die wir uns stellen müssen, wie sind die Schritte dorthin? Also wie kommen wir Step by Step von repräsentativer Demokratie wirklich zu Liquid Democracy? Und wenn wir das Thema Mitbestimmung nach der Wahl verkaufen, unter Anführungszeichen, sollten wir auch zeigen, wie wir es tun. Das Wichtige dabei ist eigentlich, oder der Gedanke dabei ist gewesen, darauf hinzuweisen, dass wir das bereits machen. Also sprich, darauf hinzuweisen, wie wir in Graz arbeiten und natürlich auch die Arbeit in Graz noch verbessern und verstärken, und wirklich darauf hinzuweisen, wir träumen nicht von einer Liquid Democracy oder wir träumen nicht von Mitbestimmung nach der Wahl, sondern das gibt es schon. Also die Piraten machen das schon, die führen das schon aus, das wird schon gegeben. Es besteht für jeden Bürger die Möglichkeit, sich aktiv daran zu beteiligen,
Und eben darauf hinzuweisen, dass dieses Mitbestimmen nach der Wahl nicht nur immer Floskel ist, die wir uns ausgedacht haben, oder in der Marketing-Gag, sondern wirklich, dass wir sagen, die ersten Schritte haben wir schon gemacht, die haben wir im Gemeinderat in Graz gemacht. Da gibt es die Möglichkeit, Fragen an Stadträte zu stellen, es gibt die Möglichkeit, Anträge zu stellen, es gibt die Möglichkeit, Anträge zu lesen und wirklich mitzubestimmen, auch nach der Wahl. Und das ist der erste Schritt und uns vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, was ist ein möglicher zweiter Schritt in Richtung Nationalratswahl, auch für die Funktionen und Arbeitsweisen im Nationalrat, um dann wirklich zu einer Liquid Democracy zu kommen und eigentlich darzustellen, dass wir unserer Vision von Liquid Democracy schon näher sind, als wir eigentlich vielleicht glauben und schon weiter weg von repräsentativer Demokratie, weil die Piraten gibt es ja schon. Ja, das war der Gedanke dahinter.